Letzte Woche hat Michael Schmidt, Generalsekretär des Finanzministeriums, später kurzzeitig auch Chef der ÖBAG, für ein Erdbeben in der österreichischen Innenpolitik gesorgt. Seine Aussage bei der WKStA, die hat viele aktuelle und ehemalige ÖVP-Politiker wirklich schwer belastet, unter anderem natürlich den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz, aber auch den aktuellen ersten Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka. Die Landeshauptfrau von Niederösterreich, Mikl Leitner, die hatte heute eine Pressekonferenz eigentlich zu einem anderen Thema, aber natürlich wurde sie auf die Aussage von Michael Schmidt angesprochen und da hat sie noch einmal betont, jetzt müssen die Gerichte arbeiten und vor Verurteilungen, das gäbe es Bier sowieso nicht. Gleichzeitig hat die SPÖ Niederösterreich heute eine Pressekonferenz abgehalten und genau dieses Verhalten der ÖVP kritisiert, nämlich dieses Hinauszögern, diese Verschleierungstaktik. Man müsse doch jetzt endgültig einmal die Karten auf den Tisch legen und man hat gleichzeitig angekündigt, dass es im Parlament eine Anfrage geben wird, eben an das Finanzministerium wegen dem Intervenieren, dem Mutmaß, intervenieren, muss man sagen, von Wolfgang Sobotka. Er soll ja die Steuerprüfung eines Instituts in Niederösterreich verhindert haben. Man weiß nicht genau, um was es da geht, das Alois Mock-Institut oder was doch die Josef-Bröll-Stiftung oder das Josef-Bröll-Institut. Fix ist, Sobotka hat dazu schon mal gesagt, eines dieser Institute wäre ja erst ein halbes Jahr vor dieser angeblichen Steuerprüfung gegründet worden, also das entbehrt jeglicher Grundlage. Ganz spannend wird auch noch, Michael Schmidt, der wird voraussichtlich Anfang November dann tatsächlich im Untersuchungsausschuss aussagen. Dort besteht Wahrheitspflicht. Da kann man schon gespannt sein, was er eben genau zu diesen Punkten sagen wird. Von der SPÖ Niederösterreich heißt es weiter, man sehe das überhaupt nicht ein, wie die Bundes-ÖVP da agiert. Dieses niederösterreichische System unter Mikl Leitner, die ja auch Sebastian Kurz nicht nur gefördert, sondern praktisch erfunden habe, das gehöre jetzt endlich gebrochen und die ÖVP soll den Platz freimachen für Neuwahlen.